was in diesem Video so abgeht und was ihr hier erfahrt, seht ihr jetzt nach dem Intro. Hey ihr Affen und willkommen zu diesem Video. Ja, mit dem Hintergrund, wie sieht es aus in der Zukunft? Was machst du? Bleibst du immer so ein Hurensohn, der nur Videos über sich selbst bringt, was der gemacht hat, ohne Facecam, ohne irgendwelchen Scheiß eigentlich? Die Antwort lautet, nein, bleibe ich nicht. Denn bald im Sommer mache ich nämlich dann ein Praktikum, da bekomme ich dann Geld. Mit diesem Geld kaufe ich mir dann mein Equipment, also hauptsächlich halt ein besserer PC, besseres Mikrofon, natürlich auch, wird zwar jetzt nicht das Beste sein, weil mein Budget dementsprechend nicht viel hergibt. Aber Leute, hey, jeder fängt mal klein an und ich habe ja bewertet, mich grundsätzlich mal jetzt nicht von der Qualität, sondern vom Content, ja, vom Content könnt ihr ja ruhig sagen, was ihr wollt. Natürlich bin ich auch immer offen für Kritik, ja, also bitte schreibt mir wirklich, was ich besser machen soll. Ja, ich meine, abgesehen von besserer Hardware, besseren Schnittprogrammen, von denen ich eigentlich nur Movie Maker und Audacity verwende, Leute, lol, lasst mich in Ruhe. Empfiehlt mir mal irgendein Freeware-Schneideprogramm, wenn es so eins gibt, das halbwegs gut ist. Ja, und sonst empfiehlt mir halt eines der billigsten. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nett. Ja, und manche fragen sich auch, wie sieht es jetzt eigentlich mit der Zukunft aus? Ja, macht Bären die Affe jetzt noch Videos? Ist er jetzt noch nur so ein Hurensohn, der irgendwelche Stories erzählt? Und die Antwort lautet, naja, teilweise. Ja, ich werde jetzt nicht nur Let's Plays machen. Eigentlich möchte ich ja coole Geschichten erzählen, verschiedene Gameplays im Hintergrund ablaufen lassen, ja. Ich möchte wirklich sehr viele verschiedene Formate machen, auch Vlogs und Real-Life-Videos und Let's Plays auch. Ich meine, ich möchte sehr vielseitig sein, wie es gerade eben modern ist in der Szene. Gute Gameplays kann man nur machen, wenn man eher ein actionreiches Spiel, zum Beispiel das Minecraft PvP oder irgendwelche Shooter, CSGO oder so weiter aufnimmt. Und da ist halt dann wieder mein Laptop der im Weg steht, ja, weil der ist einfach kacke, ja. Ich sag so, wie es ist, er ist kacke. Das wird dann natürlich mit einem besseren PC wieder gehen und dann packen wir es an, bringen Minecraft und so weiter. Ja, ich meine Minecraft, ja, das machen jetzt alle und das ist ausgelutscht irgendwie. Aber andererseits, Minecraft ist das einzige Spiel, das noch immer Leute sehen. Ja, und vielleicht COD, aber das hauptsächlich nicht mehr wegen dem Gameplay, sondern meistens wegen dem Hintergrund davon. Also meistens machen die YouTuber, die jetzt noch COD oder so bringen, irgendein spezielles Thema, über das sie reden können. Und ja, genau so werde ich das dann auch irgendwie planen. Also, Formate wie Bernie Tales, aber ich meine, ja, also grundsätzlich wisst ihr ja schon, was ich meine, ne? Ich bin ein Mensch, ja, ich mag jetzt auch zum Beispiel Jero sehr gerne. Oder Jero. Ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich jetzt. Jetzt hat er ja schon die 1 Million Abonnenten erreicht, schon länger eigentlich. Und viele Leute sagen jetzt, oh ja, der ist ja voll im Hype jetzt. Na voll. Okay, voll nicht, aber ja, jetzt wo man 1 Million Abonnenten hat, ist das natürlich klar, dass ihn jetzt viel mehr Leute kennen, ja. Aber ich kannte den schon früher, ja, und habe seinen Content jetzt wirklich schon gefeiert, ja. Er macht einfach mysteriöse Sachen, erzählt gruselige Geschichten und so weiter. Ich meine, das ist schon faszinierend, ja. Aber ich weiß, dass ich sowas jetzt nicht permanent bringen kann. Erstens, weil viele Leute schreiben, dass ich mir nachmache. Zweitens gibt es das Format schon viel besser auf vielen anderen Kanälen. Und drittens, ja, da muss man wieder recherchieren und dafür ist man dann wieder zu faul, ne? Auf jeden Fall, mit der Größe werden die Formate kreativer, das ist einfach so. Am Anfang werden es nur Let's Plays von Minecraft Singleplayer sein. Ich meine, das meine ich jetzt nicht so, dass ich das jetzt mache, ja, aber ich meine, einige machen das, haben das so gemacht.
und wirkliche Let's Plays alleine in einer Minecraft-Welt und anschließend sind sie immer größer geworden. Wenn du dann zum Beispiel deine 1000 Abonnenten erreicht hast, für einige ist das klein, aber eigentlich ist er schon sehr groß. Denn wenn du dann 1000 Abonnenten hast, kannst du einen anschreiben, der 2000 hat oder bist du 10.000 eigentlich schon. Man macht dann keinen Unterschied mehr und dann nehmt ihr gemeinsam auf und du bekommst ein paar Abonnenten von ihm, ja ein paar von dir und du arbeitest dich dann immer weiter hoch und du brauchst einfach Leute, mit denen du kooperieren kannst, die dir einfach helfen, ab den Tausendern. Ohne Unterstützung wird es ab den Tausendern, finde ich, auch schwer. Obwohl es natürlich vorher jetzt noch schwerer ist eigentlich, aber ab den Tausendern hast du dann einfach die Möglichkeit, wirklich Unterstützung von anderen YouTubern zu haben. Ab den 1000, vielleicht auch schon ab den 500 oder ab den 200. Aber so unter 100 bist du eigentlich mal gar nichts. Ja. Leute, ihr könnt dabei sein, wie ich YouTube als mein Projekt ansehe. Ich möchte eine gewisse Reichweite erreichen. Ja. Ist jetzt vielleicht sehr zu viel verlangt, ja, aber großteils macht mir YouTube einfach Spaß. Ja, das ist der Hauptgrund für die Reaktion von mir eigentlich jetzt. Ja, für das Comeback. Leute, ihr seid dabei, wie ich versuche einfach Spaß zu haben, euch zu unterhalten und größer zu werden. Seid dabei, wir erreichen etwas gemeinsam. Wir sind die Affen-Community. So Leute, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr, sehr toll gefallen, ja. Und ja, wenn ihr für die Affen-Community seid, lasst doch mal ein Like da. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, hey ihr Affen.